Die Behandlung der Nasolabialfalte kann faszinierende Ergebnisse mit sich bringen, immer dann, wenn die Behandlung frühzeitig erfolgt und man nicht erwartet, dass erst mit sehr hohem Alter die Behandlung beginnen soll. Dann, wenn die Wange schon heruntergefallen ist und auf die Nasolabialfalte drückt, dann kann man zwar immer noch Behandlungen durchführen, allerdings sind die dann erheblich aufwendiger. Deshalb empfehle ich immer frühzeitig prophylaktisch vorzugehen und wenn die ersten Anzeichen dafür da sind, manche sind ja auch von Natur aus schon vorhanden, dann diese Behandlung in Anspruch zu nehmen. Dann hat man auch relativ schöne Ergebnisse und sehr natürliche Ergebnisse, ohne hier eine aufwendige Behandlung zu starten.